Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Shadow of War. Wir waren zuletzt hier in diesem Blutrache-Auftrag, bei dem ich jetzt weitermache, der sich als nicht ganz so leicht herausgestellt hat. Und jetzt werden wir mal gucken, dass wir den heute erfüllt kriegen, erfolgreich. Wir müssen nämlich jetzt hier zwei Unteroffiziere mit einer Schleichtötung zunichte machen. Und da muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich das... Gift und Schleichen. Die Methoden dieser dunklen Orks kommen mir bekannt vor. Und für sie doch schrecklich wirkungslos. Gucken, ob ich das hinbekomme. So, das war ja eine Schleichtötung, muss man ja sagen. Ne? Die haben mich ja nicht gesehen. Ja, es hat auch... Wow, 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 wow. Nein. Nicht schon wieder Schaden bekommen. Nicht schon wieder Schaden bekommen. Und wir hauen ab. Ja, wir hauen definitiv ab. Huhuhu. Schön hier ins Gebüsch. Ja, die gehen alle runter, die droppen runter. Die wissen nicht, wo ich bin. Das ist schon mal gut. Ein bisschen gefährlich nah, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde es, was auch immer es ist. Was auch sein mag, ich finde es. Ja, ihr braucht nicht runterkommen, hier ist nichts. Ihr müsst nichts finden, meine Freunde. So. Dann laufen wir jetzt erstmal schön hier außen rum wieder entlang. Da hinten haben wir wieder einen Kommandanten oder Unteroffizier. Krass, die haben das Tor sogar so richtig zugemacht gerade. Gesehen also, dass es noch aufgegangen ist. Die machen das dann zu, wenn dieser Alarm geschlagen wird. Nicht so weit, Kevin. Nicht so weit darüber. Nicht so weit. So. Zack, erstmal hier hoch. Tricksäcke, ne? So, da unten haben wir den jetzt. Nein! Nein, schon wieder der Falsche! Okay, ich bin sie direkt losgeworden. Direkt losgeworden hier. Ich töte dich! Oh, jetzt muss ich kämpfen hier. Oh, komm, schnell. Eieieiei, der Auftrag ist echt nicht einfach, muss ich ehrlich mal gestehen. Und hier hinten rein. Komm. Hier hinten dürfen sie ja nicht mehr wissen, wo ich bin. Ja, die haben mich aus den Augen verloren. Sehr gut. Jetzt müssen wir wieder versuchen, neu irgendwie da hinzukommen. Ah, zack. Mal schön hier hoch. So. Dann schauen wir mal, wie wir hier hinten weiterkommen. Ah. Zack, und wieder hier hoch. Schön. Oh, und dann hier. Ah, sehr gut. Hin und wieder weht der Wind einen Ja. Sehr gut, den haben wir erledigt.
Jetzt kommt Gollum. Oh, diese Jungs haben nichts gemerkt. Nicht mal die sanfte Berührung des Schmerzes. Wer auch immer das war, wird doppelt leiden müssen. Du. Hm, schicke Sandalen hat er. Aua. Ich muss das Feuer entzünden. Was tut der dunkle Herrscher Tag ein, Tag aus? Betrachtet er sein Reich. Ah, geht lieber, geht lieber. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Kann ich hier nicht irgendwo so eine Ratte essen oder so, dass ich Leben wieder dazu kriege? Ich hab wieder diese Lust. Da gibt's keine Ratten, ne? Das ist dieser kleine Wicht. Warum hast du ihn nicht erwollt? Wie? Es war nur ein Echo aus den Tiefen der Höhlen. Was ist da draußen? Etwas ist dort, das ist sicher. Zurück! Er hat mich jetzt nicht bemerkt. Aber jetzt bist du dran. Ah, den haben wir auch erledigt. Und hoch hier. Jeden Tag sehe ich Erstaunliches. Die Mauer hat gehört. So, zack, den erledigen wir auch. Ich hab da drüben etwas gehört. Hör auf, dich zu bewegen! So. Zack. Ja gut, und jetzt hier rüber. Das Problem ist, ich habe meine Ulti noch nicht fertig. Ich möchte ihm den Schlägel einschädeln. Hört ihn auf. Menschen am Zaum. Der dreht komplett durch, ey. Oh nein, falsche Taste gedrückt. Oh nein. Oh shit, oh shit. Okay, ich hab's doch geschafft. Und zack. Oh, er ist entzürrt. Nein, 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 nein. Alter! Boah, ich hab's doch mal geschafft, ey. Uiuiui, jetzt muss ich aufpassen. Nein, er tötet mich. Das schaffe ich nicht mehr. Oh, Mist, ey. Das war kurz vor dem Ende. Junge, 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 der ist aber auch abgegangen. Gegen den hatte ich echt nicht viele Chancen, weil der die ganze Zeit so einen, ja, Durchrennen gemacht hat. Der hat einfach die Angriffe komplett ignoriert. Vor allen Dingen hat er sich angepasst am Ende. Da konnte ich nicht mehr über den springen und so. Böser, böser Bube. So, dann gucken wir mal. Dann machen wir jetzt ein bisschen weiter hier. Was haben wir denn hier? Außenposten. Nee. Ich hatte ja noch den...
Auftrag, da diesen einen Typen zu töten, ne? Kehre zu Kankra zurück, um mehr über die Gefahr von Minas Ithil zu erfahren. Ja. Unbekannter Hauptmann. Warte mal, gab's hier nicht noch irgendeinen Hauptmann, den ich töten konnte? So, wir gucken mal. Oh ja, jetzt kann ich die aufdecken. Oberherr, genau, Oberherr. Da haben wir einen. Skak, der Herzlose. Ah nee, wir machen erstmal weiter in der Hauptstory dann. Oh, warte mal, ich hab ein legendäres Item bekommen. Lol. Langbogen der Vergeltung. Wofür habe ich den denn jetzt bekommen? War der noch irgendwie nachträglich? Weil ich habe ja für das eine Ding nichts bekommen. Egal. Ich freue mich einfach drüber. So. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal mit dem Hauptauftrag weiter. Ist da hinten. Das heißt, wir porten uns jetzt hier hin. Okay. Okay. Er ist aufgestiegen. Oh, da ist jetzt sogar noch einer dazugekommen von diesen Häuptlingen. Oh, was geht denn jetzt ab? Oh, da finden gerade ziemlich viele Wechsel statt. Ja. Neue unbekannte Hauptmänner. Ja, egal. Kankras Visionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Talion. Weißt du, was ich glaube? Das hier glaube ich! Und das! Anscheinend hat er... Ich muss auch mal gucken, wo ich diese Tür finde. Wo ich das Gedicht machen muss. Weil das habe ich hier nämlich auch schon fertig. Wollen wir mal schauen. Pfeilhagel starten. Kehre zu Kankra zurück, um mehr über die Gefahr für Minas Ithil zu erfahren. Ja, werden wir machen. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung? Folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen. Beuge dich deinem Schicksal. Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber... wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Ich muss gegen den irgendwann kämpfen. Da habe ich richtig Bock drauf. Wir können Leben retten. Wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen, brauchen sie Hilfe. Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser die Tür ein Häuptling ist. Die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren.
Warte, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Hier lang muss ich. So. Ich will mal sehen, ob hier hinten diese Tür ist. Könnte ich mir nämlich vorstellen, vielleicht. Mehr Geschwindigkeit hier. Hier sind Männer, okay. Ja, dann gehen wir mal zu ihm. Baranor, ich will helfen. Dieser Häuptling, den ihr sucht, ist nicht ungefährlich. Ist nicht unser erster Häuptling, Waldläufer. Dein Schwert können wir gebrauchen. Dann erledigen wir ihn zusammen. Ich übernehme die Bogenschützen. Danach können deine Männer vorrücken. Besiege 10 Bogenschützen, ohne Alarm auszulösen. Eliminiere Bogenschützen durch Schleichtötung. Ja. Das schaffe ich ohne Probleme. Und zwar gehen wir jetzt hier hoch. Neue Waffen erhalten. Zack. Zack. Ich wünschte, ich wäre bei den Belagerungsbestien. Ich nicht. Eigentlich arbeiten wir allein. Ich hoffe, diese Schützen aus Gondor können zielen. Sonst müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. Haben wir erledigt? Und zack. Da haben wir die schon mit der vier Schleichtötungen. Frisch gezüchtet und gleich rein ins Gemetzel. Und kaum kann man wieder ein Schwert halten, schon geht das Schlachten von... Ein Elb ist so viel wert wie 3 Schützen aus Gondor. Was? Nur 3? Jetzt muss ich die mit dem Bogen hier machen. So. Unterschätze nie den Mann, der sein Zuhause beschützt. Das ist nicht ihr Zuhause. Ah. Muss aufpassen, da hinten sind welche. Ah, okay, komm. Hinten haben wir noch einen. Und da haben wir auch noch einen. Nein, nein, die dürfen nicht den Alarm auslösen. Dann noch einer. Nee. Ich habe noch ein paar Pfeile. So. Den kann ich jetzt töten, ohne dass hier irgendwas passiert. So. Jetzt kann ich da hochklettern, nämlich in Ruhe. Oh, schnell. Hier, da oben ist der letzte. Und zack. Sehr schön. Das sind die letzten Schützen. Begeben wir uns zu einem Aussichtspunkt. So, Aussichtspunkt. Ah, da. Warum braucht der Häuptling so lange? Ich will endlich töten. Wer weiß, ist der schnell. Da. Geben wir Baranors Trupp das Zeichen. Ah, der süße Geruch von Menschenangst. Nichts ist süßer. Gemeinsam stürzen wir ihre Abwehr und malen sie zu Staub. Gemeinsam, Hauptmänner und Häuptlinge vereinigt, erlangen wir den Sieg. Gemeinsam nehmen wir die Stadt am Morgen ein. Setzt sie in Flammen! Für Gondor! Es ist Junge, was eine epische Schlacht jetzt! Doch, der ist schon mal tot.
muss der Narr sein, der meine Leibwächter getötet hat. Du zögerst das Unvermeidliche nur hinaus. Heute fließt das Blut der Menschen. Und deins trinke ich zuerst. Okay, let's go. Sehr schön, einen nach dem anderen hier wegklatschen erstmal. Wie sie auseinandernehmen, ey. Siehst du den Ork? Dieser Ork, er wird dir Schmerz und Leid und Tod bringen und er wird jede Sekunde davon genießen. Halt dich für ein Gerücht. Ich denke, wir sind quitt. Eine gute Jagd. Mhm. Außer für den Häuptling. Und seine Schützen. Wir sollten das wiederholen. Es wäre mir eine Freude. Nun, Talion. Konnten wir etwas bewirken? Wir wissen noch nicht genug. Wir müssen erneut zu Kankra. Es gibt nur einen Grund, zurückzugehen. Für meinen Ring. Genug! Es geht um mehr als deinen Ring. Oder dich. Ihre Vision könnte unser aller Rettung sein. Ich würde gerne noch die Sachen plündern, wenn das geht. Bitte. Da lagen so viele Sachen rum. Boah, das hat gut EP gegeben. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Vorsicht, Talion. Du lässt dich zu leicht von ihr beeinflussen. Ich kann mich ihrer Vision nicht verschließen. Den Kram hier mal mitnehmen. So. Und das hier auch noch einsammeln. Sehr schön. Die ganzen schönen Gegenstände. Oh, coole. Hab ich da gerade etwas gehört? Nee, ihr habt euch vertan. So, jetzt will ich ein paar Infos, mein Freund. Ruck der Champion, legendär. Boah, den würde ich schon gerne zerfetzen. Was muss man für den machen? Lied nach einem Schleichangriff panisch. Ist nach einem Schuss in den Kopf benommen. Kann durch Fernkampf und Schattenangriffe verwundet werden. Oh Junge, den will ich jetzt unbedingt töten. Er ist legendär. Wichtig, dass wir so jemanden dann mal töten hier. Oh je, Pfeile nochmal holen hier. Habe ich schon genug, okay. Dann laufen wir mal schnell weg hier. Zack. Ah, sehr schön. Und zack, hier hoch, schön. So, hier kann ich nämlich jetzt oben erstmal in Ruhe mein Inventar inspizieren. Weil wir haben ja schon einige Sachen vorhin erbeutet, die nicht schlecht aussahen. Ja, wie zum Beispiel das hier, diesen schönen Umhang. Den werde ich jetzt erstmal direkt anziehen. So, den können wir zerstören. So. Sehr gut, dann haben wir hier eine neue Rüstung. Oh ja. Kann ich die Elber zerstören? So, Bogen, den ziehen wir nicht an, weil den können wir zerstören. Genauso auch, glaube ich, den Dolch, ne? Ja, den können wir auch zerstören. So. Sehr schön.
glaube, versuch den aufzuspüren. So, wo ist der denn, der Grog? Ja, wird er mir auf der Karte angezeigt. Schließe mehr Aufträge ab, um den Oberherrn zu konfrontieren. Oh, mehr Aufträge. Was heißt das hier, diese Hauptaufgaben? Ah, okay, nee. Ich glaube, ich muss mit Aufträge, ist glaube ich das hier gemeint. Steht da ein Auftrag drüber oder so? Nee, ne? Warte mal, Legende, da kann ich das doch nachlesen. Auftrag, nee. Auftrag sind die Hauptstoryline-Missionen. Okay. Minas Ithil steht kurz vor dem Fall. Kankra kann vielleicht helfen. Doch um welchen Preis? Kankra kann uns Saurons Schwäche zeigen. Wir brauchen sie. Aber um welchen Preis? Zwecklos weiter zu suchen. Was war das? Er ist wieder da. Und er ist wieder weg. So, meine Freunde. Ich bin weg von euch. Tor des Verräters. Oh, da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt abgeht. Ich muss noch mehr sehen. Ich weiß. Wenn du das Schicksal Saurons kennst, zeig uns seine Schwächen, damit wir ihn bezwingen können. Dein Verständnis ist begrenzt. Nichts würde ich lieber sehen als seine Qualen, wie er sich vor mir windet. Doch meine Augen richten sich auf das Schicksal von Mittelerde. Dann gib zurück, was du mir gestohlen hast. Und ich bringe dir Sauron in Ketten. Wieso sollte ich, Ringschmied? Du und Sauron seid eins. Ist es das, was du wolltest? Wahrheiten und Rätsel? Sie ist nicht unsere Verbündete. Deine sicher nicht. Komm, Talion. Sieh durch meine Augen. Ihr Untergang kommt von innen. In Minas Ithil gibt es einen Verräter. Doch wer? Zweifelst du an ihr? Ihre Visionen wurden wahr. Wir haben es beide gesehen. Dann kämpft Minas Ithil einen Krieg an zwei Fronten. Halt, leuchtender Herr! Wir wissen, wie man den Verräter findet. Führ uns zu ihm. Wieso? Ein schickt einen Boten zu ihm. Wir zeigen euch den Boten. Wieso weiß Gollum immer alles? Das ist doch nicht normal. Nein, hier. Gollum, ich warte ganz kurz, ja? Bleib mal da ganz kurz hier stehen. So, Leute. Also, wir werden an der Stelle erstmal für heute einen Cut machen. Wir machen dann in dem nächsten Part direkt weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über eine Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Shadow of War. Und ich hoffe, dass Gollum jetzt endlich seine Schnauze hält. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.